wer auch schon in einem höheren Alter ist, ich versuche mal eine ganz tolle Überleitung, ja, und immer noch blendend aussieht, ist Jenke von Wilmersdorf. Wilmersdorf, seines Zeichens RTL-Reporter. Genau, denn das ist unser nächstes Thema. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn wir hier hinkommen morgens, ne, das Erste, was wir machen, wir gehen erstmal an den Computer und durchforsten das Internet. Nein. Und heute Morgen sind wir auf verschiedene Tweets gestoßen, die sich über dieses Experiment, was gestern auf RTL lief, gestern Abend um 22 Uhr, unterhalten haben. Ja, denn es hat anscheinend ganz schön geschockt. 21.15 Uhr. Oder 21.15 Uhr für die ganz Mediathek. Kritischen Leute, ja. 21.15 Uhr. So, und da muss man nochmal ganz kurz erklären, für alle, die Jenke von Wilmersdorf nicht kennen, das ist ein Journalist und Reporter von RTL und der macht immer diese Selbstexperimente, ja, und das wird dann halt mit Kamera festgehalten. Das hat er letztes Jahr schon ein paar Mal gemacht. Er hatte zum Beispiel eine Woche lang als alter Mensch gelebt in einem Altersheim. Genau. Eine Woche lang hat er übelst viel gesoffen. Ja, ich glaube, das hat er sogar einen Monat lang gemacht. Monat? Ja. So lange? Mhm. Okay, das ist dann immer abhängig davon, ne? So, und jetzt hat er tatsächlich 5 Tage lang durchgekifft. Dauerkiffen betrieben. Also er hat richtig krass stark gekifft und Bon geraucht und so schließt sich der Kreis. Deshalb hängt da Bob Marley, ne? Ja. So, wir haben auch mal kurz reingeschaut, wir haben es aber nicht ganz geguckt. Wer es aber ganz geguckt hat, ist unsere Kollegin Nicole. Genau. Jetzt darfst du gerne mal rüberkommen, Nicole. Die hat es von vorne bis hinten sich angeguckt und wir möchten jetzt gerne mal über dieses Experiment und vor allen Dingen auch über das Thema Cannabis, was ja in Deutschland illegal ist, diskutieren und sprechen. So, liebe Nicole. Genau. Du hast es geguckt, ganz kurz, Fazit deinerseits von diesem Experiment. Gutes Experiment, aber mir hat am Schluss eigentlich das richtige Fazitgefühl gefehlt. Also da ist so ein Reporter am Start und er sagt mir eigentlich gar nicht, will er jetzt, dass Kiffen legalisiert wird oder nicht? Okay, das hat dir gefehlt. Wir haben mal ein paar Tweets rausgesucht, was die Zuschauer so ins Netz gesprüht haben und da ist das erste. Genau, das erste ist von Tigerkatze. So, und jetzt hat Deutschland durch den Jenke vielleicht auch mal begriffen, dass man eher Cannabis legalisieren sollte, anstatt Alkohol. So, und da muss man dazu sagen, RTL hat am Anfang der Dokumentation oder des Experiments auch gesagt, dass es keine Cannabis-Toten gibt, aber jährlich sterben 40.000 Menschen an Alkohol beispielsweise. Warum ist dann Alkohol legal und Cannabis nicht? Ich glaube, da muss man so ein bisschen der Bundesbeauftragten für, Drogen in Deutschland recht geben. Alkohol ist einfach so eine Kulturdroge bei uns. Also jeder nimmt Alkohol und das ist irgendwie okay. Ich weiß nicht, nur weil Alkohol schlecht ist, muss man dann das andere Schlechte legalisieren. Das muss man so ein bisschen im Raum stehen lassen. Also du würdest also sagen, einmal Schlechtes reicht, was legal ist. Ich hab, da sind ja auch noch Zigaretten. Ne? Ja, stimmt. Also das finde ich halt total schwierig, weil ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist ich habe gestern eine Stunde von dieser Reportage gesehen und dachte so, ey, am Ende weiß ich dann, was ich dazu sagen will. Aber das war nicht so. Das hat dir gefehlt. Okay, das ist schade eigentlich, weil genau das hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet, dass dann zum Schluss ein Fazit gesagt wird. Wobei das manche Leute bei Twitter anders sehen. Milan schreibt zum Beispiel, bin zu Tränen gerührt, das erste Mal ein objektiver, ehrlicher Beitrag über Cannabis und das bei RTL. Hashtag Jenke. Also jetzt mal ganz im Ernst, das ist RTL. Erwartest du jetzt, dass bei RTL irgendwie die große Dokumentation kommt, die Folgen von Cannabis? Ich finde halt, also erstmal erwarte ich einfach, das ist die Unterhaltung. Es soll spektakulär sein, es soll unterhaltend sein, Punkt aus. Also es war spektakulär, es war auch unterhaltend, sonst wäre ich nicht die Stunde dran geblieben. Ich gucke immer, Wer wird Millionär und dann ist da so ein Fluss gewesen. Normalerweise schalte ich ab. Normalerweise guckst du ja eigentlich immer Joyce den ganzen Tag, aber hin und wieder denkst du immer, okay, ich kann auch mal was anderes gucken. Sorry. Guck mal kurz RTL. Oder eigentlich guckst du ja, wenn du Fernsehen guckst, auch gerne Phoenix, ne, und Arte. Wir gucken hier nicht so gern. Ja, aber ich finde, stimmt, im Rahmen der Möglichkeiten von RTL war es eine gute Sendung. Also es kam auch so ein kleiner, nee, der war gar nicht so klein, der war schon 42, der wirklich an einer Psychose erkrankt ist und deswegen in der Psychiatrie sitzt wegen Kiffen. Ah ja, und wiederum aber auch, ne, die haben schon auch beide Seiten beleuchtet, jemand, der Tourette hatte oder beziehungsweise hat und durch den Cannabiskonsum das Ganze unterdrückt wird. Also er zieht das tatsächlich auch schon durch seit im wahrsten Sinne des Wortes, seit mehreren Jahren. Und dadurch kann er seinen Alltag leben. Das ist ja bei mehreren Krankheiten so, dass du dann so ein Kärtchen kriegst von der Apotheke und dann darfst aber du das genau rauchen. Das zu erreichen erstmal war für ihn ein harter Kampf. Mhm. Überhaupt erstmal von der Apotheke sowas legal zu bekommen. Da kann ich euch sagen, in Amerika ist das super einfach. Ich habe mich vor kurzem erst mit jemandem unterhalten, der ganze Freundeskreis hat so eine Karte. Ja? Ja, es ist super einfach, halt dazu es zu kriegen. Ja, gut. Weil in Colorado beispielsweise ist es ja legalisiert. So, und jetzt haben wir schon mal geredet, ne? Jenke, der hat ja auch schon mal gesoffen. Dann gibt es auch Leute, die haben hier Morgan Spurlock, dieser Dokumentarfilm aus den USA, hat auch monatelang Fast Food gefressen. Oh. Ja, so. Und er kifft jetzt halt auch eine Woche lang und jetzt sagt hier Jan Quasten, wieso nicht mit Crystal Meth? Trau dich doch mal was, Jenke.
Ja, wo ist denn da die Grenze, fragt man sich, ne? Aber jetzt ehrlich, also die Grenze ist doch, habt ihr schon mal diese Bilder gesehen von den Crystal Meth Opfern, wie die aussehen? Ja, sicher. Natürlich. Natürlich, das ist ja jetzt auch wahrscheinlich eher mit ein bisschen Ironie dahinter. Provokante Frage, natürlich. Richtig. Ne? Aber wo ist die Grenze? Ich meine, auch Alkohol, monatelang jeden Tag nur Alkohol zu saufen, ist jetzt auch nicht der Burner, ne, für die Leber. Nee, aber die Grenze ist dann halt einfach, was er ausprobieren will. Also was tut er sich an, um den Zuschauer zu warnen? Also die Grenze muss man selber festlegen. Ja, vielleicht nimmt er mal einen Monat Crystal Meth und zeigt dann diese Bilder und alle sind schockiert, dass der junge, fesche... Ich glaube, danach sieht er nicht mehr so aus. Nicht mehr so aus. Oh, der wird sich freuen, dass du ihn jung und fesch genannt hast. Okay. Alter sieht er noch top aus. Das stimmt. Und der letzte Kommentar hier ein bisschen kritischer auch mal. VDHS-Präsident Jumper sagt, wer allerdings auf Hashtag RTL eine aufrichtige Dokumentation zu den Gefahren und Folgen von Drogenkonsum erwartet, erwartet zu viel Qualität. Hashtag Jinke. Ja, das ist ja wieder andere Tweet. Das ist halt so. Es ist halt RTL. Aber ich muss mal eins sagen. Es war eine unterhaltsame Sendung. Und es kam unsere, ich muss sie nochmal erwähnen, Drogenbeauftragte der Bundesregierung zu Wort. Und Jinke fragte sie, was qualifiziert dich eigentlich für den Job? Und sie sagt, ich bin Bäuerin, ich war schon immer an den Menschen interessiert. Also mal ganz gefahren und sonst was. Also da habe ich mich schon ein bisschen gefragt. Ja. Und das hat vielleicht der RTL-Zuschauer auch noch nicht gewusst. Ja. Also man kann auch ganz einfach als Bauer... Quasi das nächste Mal, wenn Sie da hier bei Bauersucht Frau die Bauern casten, die können quasi eigentlich auch Drogenbeauftragte für die Bundesregierung sein. Das geht ganz einfach. Ja. Vielleicht. Das, wenn wir eins gelernt haben, dann noch sowas. Okay. Ja. Was in der Kuh funktioniert, gilt vielleicht, naja, nicht. Okay, hey, aber spannendes Thema. Genau. Es wird immer umstritten bleiben. Wir haben da auch noch, ist das richtig, einen Artikel auf joyce.de, wo auch noch darüber geredet wird, speziell um das Thema, sollte man es in Deutschland legalisieren? Ja. Warum, warum nicht? Was ist eure Meinung? Wenn ihr jetzt nicht schon im Chat mitgesprochen habt, was ich hoffe, ja, schön diskutieren, das würde mich natürlich freuen, tut es weiterhin auch auf joyce.de bei diesem Artikel. Genau, bin ich gespannt. Ja, danke Nicole. Vielen Dank, Nicole. Bitte, ich gehe. Thank you very much. Ja. Oh, kein Problem, bist immer herzlich willkommen. So, ja, ihr habt schon gesehen, wir haben die Tweets auch eingeblendet. Da ist euch der Hashtag Jinke wahrscheinlich immer aufgefallen. Der war gestern, halt wurde sehr oft benutzt.